Berlin passiert ist. Dort hat am 15.06. eine große Aktion stattgefunden zur Unterstützung der iranischen Demokratiebewegung. Über 40 Organisationen waren daran beteiligt, vom Brandenburger Tor über den Bundestag bis zur iranischen Botschaft. Informationsstände, Performances, Musik und Reden, um ein Signal zu setzen zur Unterstützung, wie es hier heißt, des todesmutigen Kampfes der Iranerinnen und Iraner für Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Freiheit. Leider war es Terdefam nicht möglich, seinen Informationsstand vor der iranischen Botschaft aufzustellen, und es steht die Vermutung im Raum, dass die iranische Botschaft interveniert hat, dass die Polizei dieses verbieten soll, was dann auch geschehen ist. Noch sind die genauen Umstände nicht bekannt, aber es wäre Terdefam nicht möglich, ihre Flyer und die von ihnen mitgebrachte Schokolade zu verteilen. Warum Schokolade? Auf den Handzetteln stand: Frau lebt Freiheit. Und eine Tafel Schokolade sollte an das Schicksal von Elmira Hosseini aus Mashhad und Mohammad Nasiri aus Katsin erinnern. Beide wurden Ende 2022 verhaftet, weil sie Schokolade mit der Aufschrift Frau Leben Freiheit verteilt hat. Diese kleine friedliche Protestgeste wird vom iranischen Unrechtsregime schon als staatsfeindliche Handlung eingestuft. Im Gefängnis drohen diesen beiden Misshandlung, Folter, Vergewaltigung und ja, auch die Todesstrafe. Die staatliche Willkür und Repression richtet sich gegen alle Demonstrierenden, die nach 44 Jahren Unterdrückung, Said hat schon davon gesprochen, ihre universellen Menschenrechte und Frauenrechte einklagen. Ebenfalls wollte Terdefam mit dieser Aktion über das Schicksal von Dunya Fahadi aufmerksam machen. Die 22-jährige Architekturstudentin wurde von sogenannten Sicherheitskräften verhaftet, nachdem auch sie Schokolade verteilt hatte. Tage später fand man ihre Leiche am Ufer des Flusses Karun. Mit Plakaten machte Terdefam aber auch auf das Schicksal der Frauenrechtsaktivistin Nahid Tahani aufmerksam. Seit Oktober 2020 ist die Deutsch-Iranerin unrechtmäßig im berüchtigten Foltergefängnis in Wien inhaftiert und zu über 10 Jahren Haft verurteilt. Eine Geisel des Systems. Ihr Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Wochen extrem verschlechtert. Terdefam fordert die sofortige, bedingungslose Freilassung von Nahid Tahani und die Erhöhung des Drucks des Auswärtigen Amtes auf das iranische Regime. Mariam Klaren, die Tochter von Nahid, forderte bei der Abschlusskundgebung in Berlin darum, das Auswärtige Amt um mehr Engagement auf. Ich finde, wir schließen uns diesen Forderungen mit Nachdruck an und laden darum alle sehr herzlich am kommenden Samstag, dem Tag des gewaltsamen Todes von Jina Mahsa Amini, in Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei ein, an der Demo und der Kundgebung teilzunehmen, um der feministischen Freiheitsbewegung im Iran ihre Solidarität auszudrücken. Und um gegen das Verbot des Infostandes von Terdefam durch die Berliner Polizei zu protestieren und den iranischen Botschafter zu ärgern, erlaube ich mir jetzt, Schokolade an Sie zu verteilen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Frau, Leben, Freiheit.
otro con hombro, unas con otras. Esto es la sororidad. Oh, compañera, llego y contigo al patriarcado hacemos caer con nuestras voces fuertes y libres. La humanidad va a florecer. Salimos todas juntas y unidas. La sociedad deseamos cambiar.